Stop. Hallo und Happy Day, meine Lieben. Lang ist her, dass ich meinen letzten Vlog gemacht habe. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich in den Circuit Fit Ferien war, meine Bizeps aufgebaut und ich habe mir tatsächlich da eine Woche oder 10 Tage Ferien genommen, auch vom Vlog, und so eine komplette Social Media Off-Time genommen. Die hat mir ganz gut getan, deswegen habe ich auch nicht direkt danach mit dem Vlog weitergemacht, sondern habe mir ein bisschen Zeit genommen. Die Off-Time vom Vlog nehme ich mir jetzt tatsächlich auch noch mal ein paar Tage länger. Also ich werde jetzt nicht direkt wieder anfangen mit einem Daily-Vlog. Es gibt 2-3 Events in den nächsten Tagen und Wochen, wo ich euch gerne wieder mitnehme. Allerdings, erstmal keinen Vlog. Ihr dürft mir gerne Feedback geben, wie ihr das Ganze findet. Dass ich mir jetzt hier so eine kleine Off-Time nehme und erstmal auf den Daily-Vlog verzichte. Was allerdings aussteht, ist natürlich das Gewinnspiel. Das Abarth Tisti in Kurva Gewinnspiel. Es haben einige Leute teilgenommen. Ich werde die Zettel hier falten und alle in meine Lostrommel schmeißen. Und ihr wisst ja, das Abarth Gewinnspiel lief ja so, ich hatte in vielen Videos Buchstaben verteilt, habe die täglich präsentiert und ihr musstet daraus ein Lösungswort zusammenbauen. Also es war eigentlich eine Aussage und ihr musstet die Buchstaben zusammensammeln und daraus die korrekte Aussage machen. Die musstet ihr mir einsenden und das habt ihr auch fleißig gemacht. Vielen Dank dafür, dass ihr hier so zahlreich das Lösungswort eingeschickt habt. Die Feedbacks waren allerdings sehr, sehr spannend. Also am Anfang schien es euch schier unmöglich, tatsächlich das Lösungswort rauszufinden. Ich hatte ja dann nochmal so ein kleines Hinweisvideo gemacht und euch noch so ein bisschen drauf gelupft auf das Lösungswort. Ich hatte ja so versteckte Botschaften auf Facebook schon hinterlassen. Das Lösungswort ist Mustache Baby. Alle, die es richtig hatten, sind jetzt hier drin. Ich schüttel das Ganze nochmal. Und alle, die die richtige Antwort eingesendet haben und jetzt hier in der Lostrommel sind, nehmen natürlich jetzt automatisch an der Verlosung teil. Der ganze Event findet ja am 22. Mai statt. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch alle da die Zeit eingerichtet, dass ihr da auch mitfahren könnt. Ihr müsst natürlich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für Pkw sein, über 18 sein und an dem Tag Zeit haben, an dem der Event stattfindet. Ich würde sagen, ein kleiner Trommelwirbel. Und dann ziehe ich mal die oder den glücklichen Gewinner hier aus meinem Lostopf. So. Der oder die Gewinnerin, die mir das richtige Lösungswort Mustache Baby, wieso auch Mustache Baby, geschickt hat, ist. Muss ich meine eigene Sauklaue noch lesen können? Nicola Zanotta. Der glückliche Gewinner, Nicola Zanotta, du bist das Glücksschweinchen und hast gewonnen. Du darfst an dem Wochenende mit den Abarthistis und sogar mit mir Abarth fahren gehen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Herzlichen Glückwunsch vielen Dank auch für alle, die teilgenommen haben. Es wird sicher noch das ein oder andere Gewinnspiel bei mir im Vlog geben. Also bleibt am Ball und
abonniert meinen Kanal, damit ihr auch da immer drüber informiert seid. Ich freue mich drauf, Nicola Zanotta, dass du da gewonnen hast. Ich freue mich auch, dich persönlich kennenzulernen. Und ich hoffe, wir haben da ein super spaßiges, lustiges Wochenende. Wie schon angetönt, ich werde jetzt erstmal keinen Daily Vlog machen. Das ist mal so das kurze Zwischenfazit auch hier. Ich werde mal gucken, ob ich es weekly mache, ob ich es nur eventweise mache. Das müssen wir sehen. Eben, wie gesagt, was als nächstes auf jeden Fall kommt, sind ganz, ganz viele Events. An denen werde ich sicher dabei sein, auch mit dem Vlog, und euch darüber berichten, was es da halt so zu berichten gibt. So, in diesem Sinne sage ich bye bye, ciao ciao und vielleicht bis morgen. Stop. Da ist tatsächlich immer die größte Schwierigkeit, ist immer alkoholfreies Bier zu finden. Es gibt alles. Aber irgendwie kein alkoholfrei. Ja, die Zivilbullen sehen auch immer gleich aus. Immer sehr unauffällig, die Kamera im Anschlag.